Wenn von Naturwissenschaften die Rede ist, dann denkt man eigentlich an etwas Einsichtiges, etwas Helles, etwas Klares, etwas Durchschautes. Aber man denkt nicht an Dunkelheit oder Nacht. Aber trotzdem glaube ich, dass es eine Nachtseite der Wissenschaft gibt, dass es Träume gibt, die zur Wissenschaft gehören, dass bestimmte Dinge nur durch merkwürdige Offenbarungen in der Wissenschaft zustande kommen und dass vieles von dem, was wir wissenschaftlich vortragen, etwas ist, was Menschen früher im Dunkeln gesehen haben. Und ich würde gerne über diese Nachtseite der Wissenschaft und die Kreativität, die aus dieser Nachtseite entspringen kann, etwas erzählen. Der Begriff Nachtseite ist ein Begriff, der aus der Romantik kommt. Genauer gesagt gibt es im Jahre 1808 einen Philosophen, Gotthilf Schubert, der hält eine Vorlesung, Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft. Er meint damit allerdings die Zeit, als die Menschen noch nicht das Gefühl hatten, dass sie aus der Natur herausgetreten waren, dass der Mensch der Natur gegenüberstand, sondern dass der Mensch noch in der Natur war. Und Schubert fragt übrigens im Beisein von Caspar David Friedrich und Heinrich von Kleist, was das eigentlich für eine Sicht gewesen sein muss, als der Mensch noch in der Natur war. Das ist jetzt nicht mein Thema, sondern ich möchte über die Frage sprechen, wo eigentlich die wissenschaftlichen Gedanken herkommen. Und meine Behauptung ist, dass sie aus Quellen kommen, die nicht im Lichte des Bewusstseins erkannt werden können, die also eine Art Nachtseite darstellen. Und es ist wichtig, dass wir über diese Nachtseite Bescheid wissen. Ich möchte das nicht so sehr philosophisch oder psychologisch tun, sondern historisch, weil es ja viel Wissenschaft gibt, weil es viele Erkenntnisse der Wissenschaft gibt und einige der großen Leute haben darüber berichtet, wie die Wissenschaft funktioniert und auf die möchte ich jetzt eingehen. Noch eine kleine Anmerkung vorweg. Es gibt immer wieder so witzige Burschen, die das alles genauer und schöner formuliert haben. Ich liebe vor allen Dingen den Aphoristiker oder Experimentalphysiker Lichtenberg aus dem 18. Jahrhundert, Georg Christoph Lichtenberg, der mal gesagt hat, wenn alle Flaschen verschlossen geblieben wären, dann wüssten wir weniger. Also mit anderen Worten, es gibt offenbar ein erlösendes Mittel für Ideen, die tief in uns stecken. Und wir müssen eben finden, wie wir an diese Ideen kommen, nicht unbedingt indem wir trinken, was natürlich auch geschehen kann. Also wir müssen fragen, wie funktioniert Forschung, wie kommt die, vor allen Dingen Naturwissenschaft zu ihren Ergebnissen? Und normalerweise gibt es darauf eine klare Antwort, die aus der Philosophie kommt. Und das Standardwerk, das immer benutzt wird und das immer zitiert wird, ist die Arbeit des Philosophen Karl Popper, die im Jahre 1934 zum ersten Mal erschienen ist und die heißt Logik der Forschung. Sie merken schon, es geht darum, die Forschung als etwas darzubieten, was vollständig logisch funktioniert und logisch zu ihren Weiterungen und Fortschritten kommt. Und Karl Popper sieht die Sache etwa wie folgendermaßen aus. Er sagt, Wissenschaft fängt mit einer Hypothese an. Sie haben die Vermutung, dass zum Beispiel Stoffe sich ausdehnen, wenn sie erwärmt werden, oder Sie können auch andere Hypothesen aufstellen. Und jetzt prüfen Sie diese Vermutung in einem Experiment. Und Karl Popper sagt zunächst mal, eine Hypothese ist nur dann eine wissenschaftliche Hypothese, wenn sie sich in einem Experiment überprüfen lässt. Also wenn Sie irgendwas Allgemeines über den Menschen sagen und kein Experiment dazu machen können, dann ist das für ihn völlig irrelevant, sondern Sie müssen in der Lage sein, eine experimentelle Prüfung zu übernehmen. Er selbst erörtert das am Beispiel des Satzes Schwäne sind weiß. Das ist die Hypothese. Jetzt gehen Sie in den Zoo oder spazieren und suchen einen Schwan. Und wenn Sie einen weißen Schwan treffen, dann haben Sie Ihre Hypothese verifiziert. Oder Sie nehmen ein Stück Metall und erhitzen das und dann stellen Sie fest, es dehnt sich aus. Dann haben Sie Ihre Hypothese verifiziert. So schön das auf den ersten Blick zu sein mag. Sie sind damit nicht weitergekommen, denn Sie wissen jetzt genauso viel wie vorher. Nämlich Sie haben die Hypothese, dass sich Stoffe ausdehnen, wenn Sie sie erwärmen, oder Sie haben die Hypothese, dass die Schwäne weiß sind. Jetzt kommt der entscheidende Schritt bei Popper. Er sagt, Forschung kommt dann voran, wenn Sie ein Experiment oder eine Beobachtung machen, das Ihrer Hypothese widerspricht. Er spricht dann von Falsifizierung dieser Beobachtung. Sie gehen nach Australien und sehen einen schwarzen Schwan oder Sie nehmen Gummi, erhitzen das und merken, wie es zusammenschrumpft. Und plötzlich müssen Sie die Hypothese ändern. Und in dem Moment haben Sie eine Falsifizierung erreicht und Sie sind jetzt gewissermaßen gezwungen oder Sie sind in der Lage oder sind berechtigt, eine neue Hypothese aufzustellen. Und jetzt fangen Sie wieder von vorne an. Jetzt haben Sie ja wieder eine Hypothese, die Sie im Experiment verifizieren oder falsifizieren können. Und wenn Sie verifiziert haben,
ist ja ganz nett, aber damit kommen Sie nicht sehr viel weiter. Aber wenn Sie dann falsifiziert haben, dann sagen Sie, aha, jetzt kann ich weiter fortschreiten. Und das nennt Karl Popper die Logik der Forschung. Und tatsächlich, wenn Sie einen durchschnittlichen Professor an einer durchschnittlichen Universität fragen, wie Wissenschaft funktioniert, der wird Ihnen sagen, so wie Karl Popper beschrieben hat. Karl Popper wollte vor allen Dingen auf zwei Dinge hinweisen. Zunächst mal, dass die Wissenschaft das Experiment braucht, dass ohne das Experiment nicht von einer wissenschaftlichen Arbeit gesprochen werden kann, dass vor allen Dingen eine Hypothese nur dann in die zur Sphäre der Wissenschaft gehört, wenn sie sich im Experiment prüfen lässt. Und er wollte insgesamt darauf aufmerksam machen, dass die Menschheit bescheiden sein sollte. Der Wissenschaftler kann nicht endgültig etwas wissen, sondern sein Wissen bleibt hypothetisch. Denn er weiß ja gar nicht, ob es noch eine Beobachtung gibt, die eventuell seine Hypothese widerlegt, die also zur Falsifizierung führen kann. Und ich muss immer mit der Möglichkeit rechnen, dass ich eine Beobachtung, eine Erfahrung oder eine Messung mache, die mit meinen Hypothesen, mit meinen Vorstellungen, mit meinen theoretischen Angaben nicht übereinstimmt. Und dann muss ich dieses Wissen aufgeben. Und das ist die Grundidee bei Popper. Wissenschaft kommt voran durch Falsifizierung, aber sie bleibt im hypothetischen Wissen gefangen, sodass das gleichzeitig eine Logik ist, die eine Bescheidenheit predigt. Das ist Karl Popper, die Logik der Forschung seit 1934. Und tatsächlich haben viele Leute den Eindruck, dass seitdem bekannt ist, wie Wissenschaft funktioniert. Ich persönlich glaube das überhaupt nicht. Ich persönlich glaube, dass es kaum ein harmloseres und unwichtigeres und irrelevanteres Konzept gibt als diese Logik der Forschung. Und das kann man dadurch anschauen, dass man sich ein paar einfache Fragen stellt. Die erste einfache Frage ist zum Beispiel, ob es überhaupt eine nicht-triviale Hypothese gibt, die Sie in einem Experiment prüfen können. Natürlich können Sie die Hypothese prüfen, ob Schwäne weiß sind. Aber ich bin nicht so sicher, dass das eine wissenschaftliche Hypothese ist. Das ist einfach nur irgendeine nette Geschichte, die Sie feststellen wollen. Sie gehen dann eben spazieren, bis Sie einen schwarzen Schwan treffen und dann sagen Sie, Schwäne können schwarz und weiß sein. Ich würde das nicht wirklich wissenschaftlich nennen. Die Sache wird viel schwieriger, wenn Sie tatsächlich kompliziertere Aussagen treffen, selbst wenn die noch so einfach klingen. Also zum Beispiel die Aussage, Bakterien haben Gene. Wie wollen Sie das in einem Versuch widerlegen, in einem Versuch? Oder wie wollen Sie den Satz, Gene sorgen für Aggression in Menschen? Es gibt genetische Komponenten der Aggression. Wie wollen Sie das wirklich in einem Experiment überprüfen? Ich glaube das überhaupt nicht. Ich glaube, dass da kompliziertere Gebilde stattfinden und wir müssen uns das genauer anschauen. Die andere Sache ist, es ist aus der Wissenschaftsgeschichte bekannt, dass dann, wenn jemand eine Theorie oder eine Hypothese hat, und ein Experiment macht und das Experiment zeigt, dass die Hypothese nicht stimmt, er dann eher auf die Idee kommt, das Experiment zu ändern als die Hypothese. Die Möglichkeit ist nämlich, dass ich beim Arbeiten, beim Experimentieren, beim Messen etwas falsch gemacht habe. Und da gibt es sehr viele Beispiele dafür. Ein berühmtes Beispiel ist Albert Einstein, der etwa im Jahre 1905 Vorschläge, Hypothesen ausarbeitet, wie eine bestimmte Bewegung, die man unter dem Mikroskop beobachten kann, erklärt werden kann. Diese Bewegung nennt man Brownsche Bewegung. Die haben wir alle schon mal gesehen, wenn wir mit solchen einfachen Mikroskopen versuchen, irgendwelche Präparate anzuschauen. Da wackeln immer so Teilchen hin und her. Und Einstein beklärt diese Brownsche Molekularbewegung durch das Stoßen von kleineren Teilchen auf diese großen Teilchen. Und das Ganze gibt dann einen komplizierten Diffusionsprozess. Aber das kann mich jetzt im Experiment prüfen. Einstein erklärt das so, dass es ein Experiment gibt, dass das überprüfbar gemacht wird. Und das macht, wird überprüft. Ein französisches Laboratorium unter der Leitung von Jean Perrin, der übrigens später den Nobelpreis bekommt, überprüft Einsteins Theorie und stellt fest, sie ist falsch. Er schreibt dann Herrn Einstein, lieber Herr Einstein, wir haben Ihre Theorie überprüft, sie kann nicht zutreffen, bitte ändern Sie Ihre Hypothesen. Einstein schreibt übrigens als noch junger, unbekannter Angestellter an ein Patentamt, nicht der berühmte, den wir uns jetzt vorstellen, zurück. Lieber Herr Perrin, ich habe mir Ihr Experiment genau angeschaut und meine Theorie auch nochmal. Ich bin ganz sicher, dass meine Theorie richtig ist. Ich bin einfach so zufrieden mit dieser Theorie. Sie macht mich so glücklich, dass sie stimmen muss. Könnte es nicht sein, dass Ihr Messapparat versagt hat? Und tatsächlich, eine Woche später, gibt Perrin zu, die Messapparatur war falsch. Sie war nicht geeignet kalibriert und er nimmt alles zurück. Einsteins Theorie war richtig. Also im Popperschen Sinne hätte man die Theorie aufgeben und neu formulieren müssen, ist aber nicht geschehen. Anderes Beispiel ist der berühmte amerikanische Physiker Millikan, der übrigens für diese Experimente sogar den Nobelpreis bekommen hat.
Millikan möchte nachweisen, dass es so etwas wie eine Elementarladung gibt. Um das zu tun, misst er Öltröpfchen, die eine Ladung haben, zwischen zwei Kondensatorplatten, indem er sie in die Schwebe bringt. Und seine Idee ist, dass wenn es Elementarladung gibt, dann muss ja sozusagen die immer quantenhaft Stück für Stück auf so einem Öltröpfchen ankommen. Und er muss gewissermaßen kein kontinuierliches Anwachsen der Elementarladung sehen, sondern so sprunghaft. Und durch diese Sprünge bestimmen dann die Größe der Elementarladung. Diesen Versuch gibt es übrigens im Praktikum. Also wenn Sie Physik studieren, wie ich das mal gemacht habe, dann machen Sie diesen Versuch und Sie kommen immer falsch raus. Es kommt immer so raus, dass Sie halbe oder dreiviertel Werte so rauskriegen. Sie kommen nie auf die Elementarladung. Und jetzt weiß man auch warum. Die Laborbücher von Millikan sind nämlich jetzt öffentlich zugänglich und es stellt sich heraus, dass er nur die Ergebnisse publiziert hat, die seiner Theorie entsprochen haben. Er hat immer dann, wenn ein Ergebnis genau eine Elementarladung nachwies, gesagt, gutes Experiment. Wenn es nicht der Fall war, schlechtes Experiment. Und er hat die gestrichen. Der erste Verdacht ist natürlich, Millikan ist ein Betrüger, aber ich glaube das nicht. Diese Experimente sind schwierig. Die Experimente sind abhängig von allen möglichen Fehlerquellen. Da kann jemand im Labor nebenan gehustet haben, da kann ein Stromabfall gewesen sein, da kann die Temperatur nicht stimmen, da kann alles Mögliche nicht stimmen. Wenn Sie ein kompliziertes Gericht bereiten, dann kann Ihnen die Sauce Bernays jederzeit ausklumpen. Und das weiß eben ein guter Koch und das weiß eben ein guter Experimentator. Ich glaube, dass Millikan eine Ahnung davon hatte, waren die Experimente gut und schlecht waren. Ich glaube, dass er schon richtig war. Aber er hatte natürlich auch eine ganz andere Geschichte, nämlich er war felsenfest überzeugt von seiner Hypothese. Er brauchte die Experimente nicht für seine Hypothese. Die Hypothese kam nicht aus der Logik, die kam nicht aus der Erfahrung, sondern die kam aus den Tiefen seines Bewusstseins, aus der Nachtseite eben. Und insofern hat er gesagt, ich ändere so lange die experimentellen Situationen, bis meine Hypothese im Versuch bestätigt ist. Das hat also überhaupt nichts mit einer Logik der Forschung zu tun, sondern da ist etwas ganz anderes am Werk und wir müssen eben versuchen, dieses andere zu entdecken. Die nächste spannende Frage ist natürlich, selbst wenn Popper recht hat und selbst wenn ich eine Hypothese mache und die jetzt falsifiziere, erstens, wie komme ich dann auf eine neue Hypothese? Also wer sagt mir, wo kommen die eigentlich her? Fallen die gewissermaßen aus dem Laborbuch? Nein. Fallen die aus dem Experiment? Nein. Ich muss ja die Hypothese haben. Ich brauche sozusagen einen Einfall, aber Einfall ist gut gesagt. Dann habe ich so das Gefühl, dass jemand über mir steht und das mir eintrichtert, damit es mir einfällt. Aber ich denke, da muss ein anderer Mechanismus am Werk sein, den man sich anschauen sollte. Und dann ist natürlich auch so, selbst wenn ich dann eine Messung habe, wie komme ich dann sozusagen von dieser Messung, von den Zahlen zu einer Theorie, die ja doch in Begriffen und in anschaulichen Bildern geschildert werden kann? Bleibt an dieser Stelle offen. Ein Hinweis gibt Albert Einstein, der mal geschrieben hat, dass physikalische Theorien, also auch Hypothesen, freie Erfindungen des menschlichen Geistes sind. Ist nur die Frage, wo diese freien Erfindungen entstehen, wo sie herkommen. Und diese Gedanken hat es übrigens immer schon gegeben. Im 18. Jahrhundert haben Leute gesagt, dass sie Experimente nicht brauchen, um zu wissen, dass eine Theorie richtig ist. Im 19. Jahrhundert haben das Leute gesagt, im 20. Jahrhundert. Es hat immer Wissenschaftler gegeben, die sich bei einer bestimmten Idee sicher gefühlt haben, die wussten, dass sie stimmt, die natürlich experimentiert haben, um das zu überprüfen, aber eigentlich brauchten sie das nicht, um Gewissheit zu erlangen. Und die Frage ist, wie kommt eigentlich wirklich Erkenntnis zustande? Wie kommt vor allen Dingen wissenschaftliche Erkenntnis zustande? Und wie kann man das an einzelnen Beispielen von großen Menschen, die Entdeckung gemacht haben, nachvollziehen? Mein Vorschlag ist, das so zu tun, indem man in die Historie geht und fragt, wann hat jemand eine große Entdeckung gemacht und hat derjenige, der die große Entdeckung gemacht hat, uns vielleicht auch noch gesagt, wie er sie gemacht hat. Und das erste Musterbeispiel, was man nehmen kann, ist Johannes Kepler. Johannes Kepler hat um 1600, 1610, 1620 die Planetengesetze entdeckt. Er hat drei Planetengesetze entdeckt und die haben ihn, wie er das selbst ausgedrückt hat, in heilige Raserei versetzt. Also da hat gewissermaßen hat er das Gefühl, dass Gott ihm das offenbart hat. Gott hat ihm das gesagt und das hat ihn derart glücklich gemacht, dass er tagelang gar nicht schlafen konnte. Also wie gesagt, in heiliger Raserei begriffen war und ganz sicher wusste, dass diese Gesetze absolut sicher waren, richtig waren und stimmten, ohne dass er wirklich
die Genauigkeit hatte, die wir heute für ein Gesetz, für eine Überprüfung eines Gesetzes verlangen. Und dann hat Kepler sich Gedanken gemacht, wie er das eigentlich wissen kann, wie er eigentlich diese Sicherheit haben kann. Und er hat einen Schluss gezogen, wie Erkennen gelingt, wie Erkennen in der Naturwissenschaft vor allen Dingen gelingt. Und ich zitiere dazu, was er geschrieben hat. Erkennen heißt, so schreibt Kepler, das äußerlich Wahrgenommene mit den inneren Ideen zusammenzubringen und ihre Übereinstimmung zu beurteilen, was man sehr schön ausgedrückt hat mit dem Wort Erwachen wie aus einem Schlaf. Wie nämlich das uns außen Begegnete uns erinnern macht an das, was wir vorher wussten, so locken die Sinneserfahrungen, wenn sie erkannt werden, die innen vorhandenen Gegebenheiten hervor, sodass sie in der Seele aufleuchten, während sie vorher wie verschleiert in Potentia dort verborgen waren. Also, wir wissen alles schon, was wir dann irgendwann mal wirklich wissen. Wir haben es in uns, wir müssen es nur aus uns herausholen. Das hat natürlich ferne Anklänge an die Idee von Platon, dass ein Erkennen ein Wiedererkennen ist. Ich mache eine Wahrnehmung und versuche, das, was ich gesehen habe, den sinnlichen Eindruck, mit der Idee, die mir gegeben ist, zu verbinden. Also ich habe die Idee des Pferdes und erkenne dadurch Pferde. Ich habe die Idee des Schönen und erkenne dadurch das Schöne. Und Kepler geht jetzt sogar noch so weiter und sagt, dass alles, das, was ich als wissenschaftliche Erkenntnis habe, in mir trage, dass es sozusagen in Potentia vor mir verborgen ist, dass es als innere Bilder nach außen kommt. Ich bekomme von außen äußere Bilder durch die Wahrnehmung, durch die Messung, durch die Beobachtung und ich habe jetzt aus der Seele heraus generiert innere Bilder. Und wenn das äußere und das innere Bild zur Deckung kommen, dann nenne ich das einen Erkenntnisvorgang und den spüre ich als Gefühl, denn die Seele leuchtet auf, sagt er. Er gerät in heilige Raserei oder bei Einstein, ich bin zufrieden. Ich habe plötzlich das absolute Gefühl der Ruhe. Das hat nichts mit Rationalität zu tun, sondern mit Emotionalität. Ich habe das Gefühl der Sicherheit und nicht sozusagen den Nachweis der Sicherheit. Das Sicherheit ist ein Gefühl, das sich sozusagen aus dem Bauch heraus zu erkennen gibt und mir Gewissheit gibt, dass ich etwa über etwas Bescheid weiß. Ich halte das für eine ganz wichtige Sache. Übrigens, diesen Gedanken von Kepler, dass man von innen heraus Bilder hat, die mit den Bildern, die von außen kommen, vergleichen kann und dadurch zur Erkenntnis kommt, die ist im Jahre 1908 von dem Franzosen Henri Bergson so erweitert worden, dass er eine neue technische Errungenschaft seiner Zeit benutzt hat. Nämlich im Jahre 1908, spätestens, also da ist das Werk von Bergson erschienen, da gab es Kinos. Da konnten sie sozusagen kinematografische Abläufe sehen, Filme sehen. Und Bergson hat gesagt, wir müssen das Ganze als Film deuten. Und seine Idee ist, dass wir, wenn wir die Welt wahrnehmen, durchschreiten, wenn wir sie beobachten, wenn wir in ihr umherlaufen, dass wir sozusagen einen Film aufnehmen von dem, was passiert, was ich sehe, was ich höre. Gleichzeitig generiert meine Seele einen inneren Film und ich bringe diese inneren und äußeren Filme zur Deckung und bin dadurch jemand, der Bescheid weiß. Und tatsächlich kann man heute nachweisen, dass es so etwas wie einen inneren Film gibt, der tatsächlich stehen bleiben kann. Aber das sind nur Hinweise, die jetzt Details dann bedeuten, dynamische Details natürlich, aber das Wesentliche ist, dass wir davon ausgehen, dass es innere Bilder geben muss, dass wir innen etwas wissen, dass aus dem Inneren von uns etwas zum Erkennen beitragen muss. Eben das ist, was ich am Anfang die Nachtseite genannt habe, was wir versuchen müssen zu erkennen. Kepler selbst identifiziert diese inneren Bilder und er stellt fest, dass sie strukturiert sind. Es gibt nicht beliebige innere Bilder, sondern sie haben einen bestimmten geometrischen Grundmuster. Es sind Kreise, es sind Dreiecke, die er vielleicht anwendet. Es sind alles so Dinge, die er versucht, in irgendeiner Form aus den grundlegenden geometrischen Arbeiten zu finden. Und er spricht deshalb von archetypischen Strukturen, von archetypischen Gegebenheiten oder von archetypischen Bildern, die in seiner Seele vorhanden sind, die aus deiner Seele aufsteigen und dann zum Erkennen führen. Also der Grundbegriff ist der Begriff des Archetypischen, wir können auch sagen des Archaischen, des Primordialen, des sozusagen uns Vorgegebenen, mit dem wir versuchen ranzugehen, über das natürlich dann selbst nachgedacht werden müsste, wie es entstanden ist. Aber wir wollen einfach davon ausgehen, dass wir das als Menschen haben. Also der zentrale Begriff, um den es dann im Folgenden gehen wird, ist dieser Begriff des Archetypus, den es auf verschiedenen Weisen zu definieren gibt. In der Biologie hat man den Begriff benutzt, um Bauprinzip von Organismen zu begreifen, also dass es so eine archetypische Konstruktion des Pferdes gibt, eine archetypische Konstruktion der Pflanze, gewissermaßen so etwas wie eine Ur
Bauplan, der in den Pflanzen oder in den Tieren vorhanden sein muss und den eventuell die Molekulargenetik langsam erkennt. Die Philosophie versteht unter Archetypus das Urbild des Wirklichen, des Seienden, das kann man so auch deuten. Aber ich würde gerne das, was Kepler Archetypus nennt, ohne weiter zu definieren, was er lokalisiert in seinem Inneren, was er Seele nennt, würde ich gerne so deuten, wie es der Psychologe Carl Gustav Jung ausgedrückt hat. Er sagt nämlich, dass es für alle Menschen so etwas wie ein Unbewusstes gibt, in dem ein Wissen verankert ist, mit dem wir alle umgehen können. Er spricht von einem kollektiven Unbewussten. In diesem kollektiven Unbewussten, das nicht eigens erzeugt wird im Laufe unseres Lebens, sondern mit dem wir auf die Welt kommen, aus dem wir unser Wissensreservoir schöpfen können. Dieses kollektive Unbewusste muss natürlich strukturiert sein. Es kann nicht ein homogener Brei sein, an dem man nichts erkennen kann, sondern müssen unterschiedliche, deutlich erkennbare Strukturen erkennen sein und eine strukturelle Komponente aus dem kollektiven Unbewussten, das sozusagen durch die menschliche Vorstellungskraft ins Bewusstsein gerückt werden kann und dann Erkenntnis werden kann. Das nennt er Archetypus. Und das ist eine archetypische Erkennungsweise. Ich habe sozusagen ein archetypisches Bild, das aus dem kollektiven Unbewussten in das Bewusste gehoben wird und dann verglichen wird mit den Dingen, die sowieso ins Bewusstsein durch die Beobachtung oder Messung oder Erfahrung getreten sind. Und dadurch gelingen dann Erkenntnisse.